Diese zwei Stuttgarter Jungunternehmer hatten wir noch vor einigen Monaten besucht. Ihr Produkt: essbare Trinkhalme ganz ohne Plastik. Eine Idee mit Riesenpotenzial, erzählen sie uns. Spätestens nach den jüngsten EU-Plänen, Plastikprodukte zu verbieten, wissen wir heute, sie hatten recht. Wir haben es zunächst gefeiert. Am Montag, als dann die Verkündung kam, haben wir tatsächlich sofort Vollgas gegeben, all unsere Pressekontakte aktiviert, dass wir eben hier zeigen können, wir haben eine Alternative. Die Welt wird jetzt nicht ohne Trinkhalme auskommen müssen, sondern eben auch unter anderem mit essbaren Trinkhalmen klarkommen können. 71 Plastiktrinkhalme verbraucht jeder im Schnitt pro Jahr. Völlig unnötig finden Danilo Jovicic und Konstantin Neumann, der diesmal nur in Pappe erscheint. Er ist gerade auf Geschäftsreise. Sie wollen mit ihren Öko-Trinkhalmen die Welt verbessern und die hat anscheinend nur auf sie gewartet. Da haben wir ja schon ganz verrückte Mengen aus Brasilien, aus Philippinen und so weiter, die wir gerade aktuell auch gar nicht stemmen können. Das heißt, wir sind jetzt absolut darauf ausgerichtet, zu wachsen. Ihr Unternehmen wächst, weil auch das Umweltbewusstsein wächst. Das zeigt auch unsere Straßenumfrage. Dort finden wir einige Plastiksünder, doch die sind einsichtig. Sie haben hier eine Plastiktüte. Was sagen Sie denn zum Plastikverbot? Die EU möchte das verbieten. Ich bin einverstanden, nur ich muss schnell in die Tiefgarage. Da habe ich nicht mal mehr Zeit gehabt, meine Tüte rauszuholen. Ich bin gegen Plastik. Was ist mit einer anderen Tüte? Vielleicht irgendein Beutel oder so? Ja, da habe ich auch einen dabei. Aber ein paar Plastiktüten sind auch dabei. So kriege ich es halt bei Kaufe. Ja, recht hat er. Auf dem Stuttgarter Markt geht's nur mit Plastik. Aber nicht nur dort. Plastikvermeidung ist bisher leider nur ein Lippenbekenntnis von Verbrauchern und Herstellern. Mit dramatischen Folgen für die Weltmeere. Mittlerweile soll dort eine Plastikinsel schwimmen, viermal so groß wie Deutschland. Das wirkt sich auch auf das Ökosystem aus. Fische, verschiedene Säugetiere, die verenden aufgrund des Plastikmülls. Die Anti-Plastik-Pläne der EU sind nun ein Anfang, nicht mehr. Industrie und Verbraucher müssen schnell umdenken, weg vom Plastik, hin zu Alternativen, wie etwa essbare Trinkhalme. Kleine Ökohelden, made in Stuttgart.